Es geht weiter in Bowsers Festung und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Mario & Luigi Abenteuer Bowser. So, wir befinden uns ja wie gesagt noch in Bowsers Festung und wir sind kurz davor wahrscheinlich wieder so einen Boss zu befighten und wir gehen jetzt erstmal kurz Richtung Keller. Möchte ich erstmal gucken, was hier so alles gibt. Ah ja. Da haben wir wieder... Ups. So, auf jeden Fall hier nicht einsaugen, sondern gleich volle Breitseite. Peng, voll in die Fresse. Okay, ich bin schon wieder down. Alter, was ist denn das für ein OP-Gegner, Junge? Alter, nee, komm hier, fick die Hände hier, los. Das gibt's doch nicht hier, bring den um, den Scheißviech. Ey, der Vater. Junge, Junge. Jetzt hältst du deinen Kopf nicht aus. Lul. So kann man natürlich auch EP farmen, ne? Wir haben jetzt hier mittlerweile sehr viele Items wieder bekommen. Möchte ich mal gerne mal gucken, was wir jetzt hier so an Sachen wir upgraden können eventuell. Verhindert alle negativen Statuseffekte wie ein Fels in der Brandung. Dafür sinkt aber die Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Schauen wir uns mal bei Benin an hier. Nee, warte, halt. Mann! Aber vielleicht sollten wir mal kurz nochmal zurückgehen zu diesem Blockhard. Blockhard? Hieß er so? Blockhard? Und vielleicht sollen wir mal gucken, ob der noch geilere Items hat. Das wäre vielleicht mal eine Option. Hier war der Warpoint, genau. Theoretisch können wir hier gleich runter irgendwie, ne? Aber warte erstmal, bevor wir hier irgendwas machen. So, zwischen Prairie und... Ne, warte mal, wo war hier zum Beispiel so ein Block hier? Ein Kariesstrand, definitiv. Glaube ich, oder? War mir jetzt ziemlich sicher, dass hier so ein... Warte mal. Ich muss
jetzt mal selber überlegen. Warte mal. Kap Bäuerchen Ausgang. Aber definitiv ein Grübchen weit war das. Wenn wir jetzt hier weiter hochgehen. Oh nee. Ja, oder genau, dann springen wir gleich halt direkt mit ihm, ja. Ist mir dann halt auch so. Ist, vielen Dank, danke. Hier, mit, ja? Mein Laden ist nun voller Leben. Ich möchte mich mit einem Geschenk revanchieren. Blockarmband. Ach so, oh. Blockbeißer? Ich lasse mich auf sie. Eigentlich wollte ich nur Items erwerben. Eigentlich wollte ich nur Ausrüstung. Warte mal. Kampf. Nee. Hey. Egal. Ist ein Aufenthaltsort unbekannt. Ah. Gut. Verteidigung ein wenig. Hm. Ist halt so eine Sache, ne? Na gut. Gehen wir wieder zurück. Hätte er eigentlich gedacht, dass er geilere Items hat, aber müssen wir mal ein andermal schauen. Ja. Schauen wir mal ein andermal. Ich hoffe, die Gegner sind jetzt nicht respawned. Habe ich nämlich keine Lust zu fighten, ehrlich gesagt. So, achso, im Keller waren wir, wollten wir jetzt nochmal hin. Wäre ganz nice, wenn wir uns das mal hier anschauen. Hier haben wir nämlich noch was. Ja. Hat sich gelohnt, der Gang. Auf jeden Fall. Kann man das hier nicht irgendwie verbrennen? Nee. Aber, was ich mir überlege, wir gehen ja mal in diesen einen Raum, wo Bowser, dass sich da den Magen so vollgeschlagen hat. Was passiert denn, wenn wir das jetzt nochmal machen würden? Passiert denn da jetzt noch irgendwie was? Oder ist das halt nur so optional, so, ja. Machen wir das mal. Was habe ich dir gesagt? Wir haben wieder Zugang zu dieser Kammer. Aber was nutzt uns das? So leicht nimmt er dieses Mal nicht ab. Er scheint wirklich gern zu essen. Oh.
was können wir denn hier nochmal machen? Ich habe so das Gefühl, dass wir da hier irgendwie was zugutmäßig was machen können. Schauen wir mal. In der Theorie können wir ja hier eigentlich auch bleiben, denn wenn wir das jetzt des Öfteren machen werden. So wie es ausschaut. Let's go. Okidoki. Lul. Okay. Warte mal. Ach nee, halt. Nee, Datei noch ja nicht eingerichtet hier auf dem zweiten Bildschirm, okay. Wollte jetzt nämlich hier auch nochmal die Karte einsetzen, aber das habe ich jetzt noch nicht eingerichtet. Wieso, weshalb können wir jetzt nochmal hier hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber hier ist doch jetzt nichts weiter. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier überhaupt hin müssen. Wir müssen jetzt oben die rote Röhre nehmen. Müssen wir jetzt nochmal hierher? Das erleuchtet mir jetzt gerade nicht. Ja, ich meine, gut, ja, zum Abnehmen, aber hä? Warte mal, ich probiere mal was. Okay. Ja gut, wir können hier wieder halt in die Speckkammer, aber es bringt uns doch nichts. Oder etwa doch. Ich meine, jetzt fressen können wir jetzt an sich jetzt ja nicht mehr. Wie spawnt es immer wieder? Ja. Also es ist wahrscheinlich jetzt immer nur so... Für den Fall, was wir, vielleicht, dass wir da was vergessen haben. Nehme ich mal an. Weil sonst wird das hier nicht sein. Gut, ja, dann machen wir jetzt hier einfach weiter. Ach, halt. Da war noch ein Block. Den habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Besser spät als nie, ne? Protzbeißer? Machen nicht viel, außer golden zu glänzen. Oh, ja gut. Außer Kohle. Okay. Hier ist der Thronsaal.
Okay. Ich heile mich mal. So. Was für eine hässliche Statue. Die Heuklin. Oh, Moment. Da unten ist... Ach so. Der Weg zum Keller. Ich weiß ganz genau, worauf ich hinaus will. Oh nein. Schau mal, Krankfrieds Statue. Weder Krankfried noch Metapost sind hier. Wir müssen ihn alleine aufhalten. Aber wie? Er ist zu stark. Wo schnell die anderen? Beeil dich! Mach schnell! Wacht auf, ihr Schergen! Okay. Kraftkammer Beine. Runter mit dir. Werfen die mich runter? Uah. Nicht aufgeben. Wir müssen zusammenschieben, wir schaffen es. Ah ja, okay. Super Köln mal 3. Wo kann man denn jetzt hin? Schauen wir mal. Okay. Wo geht's hin? Ich will mal was gucken. Anscheinend gibt's hier eine Rückwegsröhre. Ach so. Hier ganz rechts ist ein Rückweg, also. So, okay. Warte mal, ich will mal was gucken. Hier gibt es noch ein Secret anscheinend. Dachte ich zumindest, aber anscheinend nicht. Das kriegen wir hier nicht so leicht weg. Notausgang zum Eingang. Kriegen wir das hier nicht weg? Hätte er zumindest gedacht, dass wir das hier irgendwie wegbekommen. Was ist, wenn ich da...
Also definitiv werden wir wahrscheinlich hier noch irgendwas machen müssen. So. Okay, also. Da oben habe ich einen Block gesehen. Ist nicht das, was ich... Ach so, warte mal. Ganz rechts ist noch ein Schalter. Hier. Da gehen wir mal da durch. Das soll es funktionieren, genau. Kommandopanzer, okay. So, dann geht's hier weiter. Oh Gott. Na gut. Okay. Ein Comic, guck mal. Autsch. Gehen wir mal hier lang. Hier wird wahrscheinlich ein Secret sein, die wir nicht anfangen können, leider. Aber hier wird wahrscheinlich noch was sein. Vakuumarmband, okay. So, okay, hier ist nichts weiter. Bob Oms. Da ist der König Bowser, da, endlich. Müssen die nicht endlich in die Luft gehen? Ich meine ja nur. Endlich frei. Endlich draußen frei. Die Bob Oms sind nun als Schergen dabei und Battles Bob Omb Herde einsetzbar. Attacke üben? Ja, bitte. Bringen die Bob-Oms mit den Touchband in Position und senden sie in Richtung des gewünschten Gegners. Je mehr Bob-Oms du auf einen einzelnen Gegner hältst, desto größer wird die verursachte Explosion und der angerichtete Schaden. Okay. Okay, ich... Das muss ich jetzt nur noch üben. Ach so. Ah ja. Okay. Krass. Ja, okay, das ist eigentlich eine recht simple Attacke. Glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht, dass die Attacken bei Dingens, ja, bei diesem Blockhilder oder wie die heißt, zur Verfügung stehen wird als Challenge. Hey, ihr! Hey, beruhigt euch! Hey! Ah!
Okay. Oh, hier ist ordentlich was los. Und tschüss. Oh Mann. So. So. Probieren wir mal das nochmal aus. Na gut. Alter. Ah, stimmt ja. Scheiße. Lol. Ach so. Und ich mach... Ah ja, gut. Ich hab schon gesagt... Mach den Fehler nochmal und... Ja, Glück gehabt. So. Ah, da ist ja noch ein Spinner. Oh Mann. Der muss als erstes weg. Ey, das ist so ein Drecks. Alter, ihr seid doch so eine Arschlöcher. Komm, bring den um jetzt. Ach Mann, siehst du, jetzt bin ich komplett unkonzentriert. Ah, komm, mach jetzt hier. Rage gleich hier, Junge. Hier, friss eine Keule. Wie sollst du das ausweichen? Ach, das funktioniert ja auch noch mal. Nee. So, bring ihn um jetzt. Ah.
Wir sind schon wieder down, ne? Ich komm mich. Oh, ich bin pures Mobbing heute, Alter. Es ist einfach pures Mobbing. Alter, warte mal. Probieren wir das mal so. So, warte mal, jetzt müssen wir aber mal eine Superkeule fressen. Okay. Okay. Wie gemein ist das? Lol. So, du kriegst das mal. So. Alter. Das ist Mobbing, das ist einfach nur pures Mobbing. Oh, der Wahnsinn geht auch noch weiter hier. Aber das kennen wir aus Superstar Saga noch, oder? Also wir kennen das noch aus Superstar Saga. Aua. Ey, ich... gerade ein bisschen bescheuert, oder? Warte mal. Ey, komm doch hier nicht vorbei. Hä? Das ist doch viel zu kurzer Abstand hier. Ja, nee. Ah, okay. Darauf musst du erstmal kommen. Zweischneidige Beißer. Okay. Darauf musst du erstmal kommen. So. Ja, hilft ja alles nicht, ne? Das ist die Drecksau! Alter! Bring dich jetzt um! So, der ist endlich weg, ey. Ich glaube, der müsste jetzt auch raus sein, oder? Nö, na gut, dann.
Tschüss. Hey, hey, hey. Gönn dir das einfach mal. Und ich schub dich da. Komm, hör da auf. Mama. So, naja, gut. Was willst du machen? Ja, mal super Käse. Und hier geht die Schoße wieder los, okay. Ja, wenn man weiß, wie das geht, dann hat man hier keine Probleme. So, und hier können wir dann nochmal probieren. Junko, machen wir mal. Shoppen. Ja, ist irgendwie nicht so viel dabei. Dennoch bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Mario & Luigi Abenteuer Bowser wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss.